Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All In. Heute am Start DJ Nobes. Was geht ab? Grüß dich. Was geht ab? Ich hoffe, dir geht's gut. Alles fit bei dir? Du siehst gechillt aus. Ja, ich habe es mir gemütlich gemacht hier für unser All-In-Talk-Format. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ich habe mir gerne die letzten Talks angeguckt und ich freue mich, dass wir jetzt auch ein bisschen sprechen können. Ja, nice, ja. Finde ich cool, dass du dir die Zeit nimmst. Du kommst aus der Ecke Frankfurt, oder? Ich komme auch aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden, okay. Genau. Also Ecke Frankfurt war ich schon nicht so schlecht jetzt irgendwie. Ecke Frankfurt war, ja. Nee, war schon richtig, ja. Ja. Und Wetter bei euch auch ein bisschen, obwohl jetzt wieder ein bisschen wärmer geworden, ne? Boah, letzte Woche war gottlos. Ich war jetzt am Samstag im Club und als ich angekommen bin, waren es minus 7 Grad. Da dachte ich, da kommt auch schon keiner, weil wer geht bei diesem Wetter raus, ja. So. War dann noch okay, aber war schon echt kalt jetzt so ja. Letztes Wochenende und die letzte Woche so, ja. Ja, aber jetzt irgendwie wird es wieder warm und keine Ahnung, irgendwie total crazy. Also ja. Ich dachte eigentlich, wir haben jetzt auch erstmal so einen Monat oder anderthalb Monate echt richtig kaltes Wetter und dann wird es langsam, geht es wieder Richtung Frühling, aber naja, irgendwie so, weiß ich nicht, ich habe irgendwas im Wetterbericht gesehen von 12 Grad, aber ist auch... Ehrlich? Ja, ich weiß es irgendwie nächste okay. Woche, keine Ahnung, ich weiß aber auch nicht. Okay. Naja, so ist das, aber es soll ja nicht ums Wetter gehen, sondern eher ums DJ-Ding so. Und erste Frage ist natürlich immer, da haben wir gerade eigentlich, hast du mir auch schon das im Vorgespräch so ein bisschen so gesagt, aber du kannst ja nochmal gerne erklären, wie der DJ-Name entstanden ist, DJ Nobes. Das ist einfach, das ist so, man macht sich ja immer so Gedanken und am Anfang ist es ja immer so, man benutzt irgendwie so DJ und dann irgendwie seinen Vornamen oder so, das wird dann irgendwann langweilig. Und da muss man irgendwie gucken, okay, welchen Namen kreiert man, ohne dass es jetzt irgendwie sich komisch anhört oder so. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, jetzt anstatt jetzt einen riesigen, krassen Künstlernamen zu nehmen, der jetzt nichts mit meinem Namen zu tun hat, wo ich ewig lange drauf kommen müsste, also zum Beispiel Avicii oder so, hatte ich auch, war von der Konstellation, finde ich den Namen ganz cool, aber es hat ja nie was mit seinem Namen, glaube ich, so zu tun. Und dann dachte ich mir, okay, ich nehme irgendeine Kombination aus meinem ganzen Namen und dann das Noah ist von NO und Benjamin ist mein zweiter Nachname, zweiter Vorname, BE und dann S ist von meinem Nachnamen und dann bin ich auf Nobes gekommen. Okay. Und das ist dann, war das auch dein, also es gibt manchmal DJs, die, ich glaube, bei mir war es auch so, ich hatte irgendwie einen Namen vorher und hab den dann nochmal umbenannt. Zum Glück recht früh noch bin ich drauf gekommen, weil ich denke, es ist immer so ein größerer Film, wenn man schon ein bisschen in ein paar Clubs gespielt hat, die Leute einen vom Flyer mit dem Namen kennen. War das auch so dein allererster Name oder hast du den nochmal schon mal geändert irgendwann? Als ich am Anfang noch so Abi-Battle und so gemacht habe und du hast Flyer gehabt, da stand dann noch schon noch DJ Noah drauf. Da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Das kam dann irgendwie erstmal mit der Zeit dann, dass ich mir dann Gedanken gemacht habe, weil es gibt so viele Menschen, die Noah heißen und vielleicht auch auflegen und dann. ich brauche einen Namen. Ich brauche einen Namen, der ist. DJ Noah 2, ne? So, weißt du? Ja. Und dann war ich so, nee, mach ich nicht. Und dann bin ich auf diesen Namen gekommen und ich bin davon ausgegangen, dass ihn noch niemand hat. Und dann hatte ich mir immer mal Langeweile, habe ich meinen Namen halt bei Soundup eingegeben, weil ich mir diesen Account erstellt habe und die Vier erstellt habe. Und habe ich irgendjemanden aus Israel noch gefunden. Okay. Aber dann dachte ich, okay, komm, scheiß drauf, der ist jetzt so weit weg, das wird sich nicht irgendwie schneiden oder so. Ja, so einen richtig einzigartigen Namen. Ich weiß gar nicht, es gibt so viele DJs, manchmal denkt man so, okay, den Namen, den ich jetzt habe, den hat keiner. Aber zum Beispiel bei mir auch so, es gibt ja auch Urbano und so, es gibt verschiedene. Also bei mir ist ja Urban O, soll ja getrennt sein und dann gibt's so, ja, irgendwie, dann kommen auch irgendwelche neuen Leute nach, die lassen sich inspirieren und nennen sich dann ähnlich oder so. Deswegen, das ist ja so ein riesen Kreislauf die ganze Zeit irgendwie. Naja, du hast gerade schon gesagt, du hast irgendwann mal mit Abibellen angefangen und das ist ja auch eigentlich ein ganz guter Einstieg, um deine Karriere mal eben so ein bisschen zu beleuchten, deine bisherige. Wie ging das bei dir los? Wie kam das Interesse zum DJing, zur Musik und vielleicht können wir da mal reinstellen. Ja, ist eigentlich, ich finde eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte damals nach dem Abi habe ich als Animateur gearbeitet in so einem All-Inclusive-Resort und hatte aber nichts mit Musik zu tun. Ich war quasi Kinderanimateur und habe da die ganzen Kinder belustigt von diesen ganz vielen nervigen Eltern, die ihre Kinder dann in diese Kids-Loops geschickt haben, Minidisco und alles. Und irgendwie danach, dann gab es immer so eine Party
Und manchmal musste man auch auf Jugendliche aufpassen, dann musste man mit den Jugendlichen in diese Hotels zugehen. Jo. Und ich habe schon immer gerne Spotify gehört. Ich hatte immer, glaube ich, irgendwie so 60.000 Stunden oder so, wenn da diese Spotify Stark. Wrapped Ding kam. Ich habe immer Musik gehört. Es gab nie einen Tag ohne irgendwie nicht Musik. Irgendwie, ich habe die ganze Zeit Musik gehört. Ich war besessen von diesen AirPods, von den ersten. Ich habe die ganze Zeit diese AirPods drin gehabt. Und ich fand es immer ganz cool, wie jemand Musik auswählt und dann, wenn die Leute dann halt drauf feiern, so. Und das war 2019, war das auch schon mit Travis Scott, das war da auch schon sehr, sehr im Hype. Und dann hat der DJ dann irgendwie Travis Scott gespielt oder irgendwelche Songs, die man so kennt als Ne. Jugendlicher. Und dann ist dieser DJ, der hauseigene DJ, der da mal war, aber jetzt kein krass bekannter, sondern halt nur für diesen Urlaub, da 2 Wochen mal aufgelegt hat, ist dann mal krank geworden. Okay. Und dann gab es halt keinen DJ so. Ich habe dann gesagt, ja, ich kenne mich mit Musik aus, weil ich, wie gesagt, 60.000 Stunden auf Spotify habe Ja, das war pro deine, Jahr. auch geil so als Bewerbung so mäßig so. Ja, ich habe 60.000 Genau. Stunden auf Spotify gehört. Hier, jetzt lass Genau. mich mal auflegen, ja. Genau, aber ich hatte gar keine Ahnung von was ich machen muss. Das heißt, der hat mir einfach nur erklärt, okay, es gibt 2 Fader, links und rechts. Ja. Und Play, ne, und so. Und Ja. dann habe ich einfach quasi dann habe ich dann diesen PC von dem bekommen, als er krank war. Ja. Und dann war dann diese Haus eine Disco, aber da waren meistens eh nur Jugendliche, also da konnte ich jetzt nicht so viel falsch machen, weil ich musste aber nur diese Musik spielen. Ich war damals 19, Ja, was ich auch okay. selber gefeiert habe, so. Ja. Dann habe ich halt ein Lied angemacht, wie bei Spotify, und dann war es halt vorbei, und dann habe ich den anderen Fader hochgemacht, habe da wieder Play gedrückt. Ja. Und es war, die fanden das so geil, ich habe Ja. nicht mal irgendwelche Skills benutzt, ich habe einfach nur Play-Pause gedrückt, so. Songauswahl halt, Und das, ne? ja, so, einfach nur Songauswahl, Ja. also wirklich kein Skill oder so. Ich habe gewartet, bis der Song vorbei war, also es war so ein bisschen so wie dieser Übergang bei Spotify, wenn man so Musik hört, kann man es ja auch so einstellen, Ja, diese stimmt. 5-Sekunden-Übergang, aber noch Ja. schlechter als 5 Sekunden. Aber die haben es so gefeiert und die haben gedacht, ich kann das schon, mache das schon irgendwie vor lange. Es war aber wirklich nur wegen der Songauswahl, deswegen, vielleicht sprechen wir später nochmal drüber. Also die Songauswahl ist viel, viel wichtiger, meiner Meinung nach, als dann diese ganzen Scratching-Skills und so. Und ich glaube, das bekommt man als Gast gar nicht so mit. Ja, und es hat einfach Spaß gemacht, und der war dann noch ein paar Tage länger krank, glaube noch 2, 3 Tage oder so, habe ich es nochmal gemacht. Und es ging ganz gut. Dann, nachdem ich mein Einsatz als Kinderanimateur da beendet hatte, habe ich mir dann den DJ-Controller gekauft. Das war damals SB3, war das DJ SB3. Den habe ich immer noch. Den benutze ich noch manchmal so, wenn man irgendwie mal unterwegs ist oder so. Ja. Also diesen kleinen Mini-Controller, ne? Und dann hat es dann irgendwann angefangen, ja, genau. Und okay, ja, okay, dann hat es irgendwann angefangen, aber also du hast dann dir das beigebracht, auch ein bisschen, also du hast dann andere Übergänge gemacht als Fader runter und Fader hoch und so. Und wie hast du dir das Ja. beigebracht? Also hast du dir über YouTube-Tutorials das beigebracht oder hast du da Ja. DJ-Kollegen gehabt oder? Nee, genau. Also ich hatte wirklich keine DJ-Kollegen, also ich kannte auch keinen, der irgendwie jetzt so auflegt. So, ich war, also wirklich einfach, mir hat Spaß gemacht, ich wollte es ein bisschen mal ausprobieren. Und habe dann zu Beginn, das sollte man eine Zeit lang kann man das machen, aber dann längerfristig nicht mehr, habe ich dann mir da bei so My MP3, habe ich mir dann immer so diese kostenlosen MP3s runtergeladen, weil ich halt kein Geld ausgeben wollte oder YouTube-Musik runtergeladen, weil ich halt kein Ja. Geld für die Songs ausgeben wollte. Ich Ja. wusste auch nicht, dass es dann so Sachen wie Heavy Hits und sowas gibt. Ja. Und dann habe ich halt quasi diese Mucke mir runtergeladen, habe mir dann YouTube-Tutorials angeguckt von diesem, vielleicht den kennst du bestimmt auch, diesen DJ Carlo Attentido, Ja, diesen klar. Lateinamerikaner, Ja, genau, klar. und der hat dann immer so Beginner-Tutorials gemacht und was man Ja. machen muss und wie man Beat matcht und so. Und dann habe ich mir das alles angeguckt, habe das halt irgendwie nachgemacht, habe dann mit so House-Musik angefangen. Ich weiß noch bis heute, der erste Song, den ich versucht habe, die ganze Zeit zu mixen, war Cola von Campbell Fett. Das ist dieser eine House-Song. Ja. Wenn man den hört, dann kennt man den. Ja. Mit dem habe ich dann immer probiert, und war halt ein easy Sound, weil der halt immer nur die gleiche Kick hat und die gleiche Bass hat, so, und dann war es halt nicht schwer, irgendwo raus und reinzugehen. Und dann habe ich das einfach gemacht, und dann irgendwann habe ich dann, ich weiß gar nicht mehr genau, na doch, ich habe dann den ersten Geburtstag gemacht und habe drum gebettelt, dass ich da meine Minibox mitnehmen kann Ja. und meinen Controller mitnehmen kann, mein PC mitnehmen kann. Ich wollte einfach nur Mucke machen Ja, klar, du und wolltest wollte es auch einfach mal ausprobieren. vor Leuten mal Ja. spielen dann auch, ne? Oder? Genau, Also, du genau, willst dich dann ja auch genau. zeigen, ja klar. Wie alt warst du zu dem Genau. Zeitpunkt? Sorry, dass ich einmal so unterbreche.
Also Nee, mit unterbrech 19 ruhig, ich warst erzähle du. ansonsten zu lange. Nee, alles gut. Mit 19 warst du bei in diesem, hast du da deine Fader runter und hoch Übergänge gemacht? Genau, Genau. ja, ach, ja, genau, 18 war ich sogar, 18, das war direkt Okay. nach dem Abi, Ja. da war ich wie so ein All-Inclusive-Resort auf Kreta war das damals, Ja. und da habe ich dann auch angefangen, dann kam ich zurück im September oder so, Ja. habe dann diesen Controller gekauft und einen Monat später war dann der Geburtstag. Ach, da ging aber schnell dann. Ein Monat später war dieser Geburtstag, aber nicht, dass sie, war jetzt nicht so, dass die mich haben wollten, weil ich gut aufnehmen kann, sondern weil ich Ja. halt darum gebeten habe, dass ich meine Sachen mitnehmen kann, weil ich Ja, einfach mal machen wollte, ne? ja, ja. Und das ging auch ganz gut. Und in Was hast du diesem Urlaub gespielt? hatte ich, Haus oder? nee, ich habe da, was war denn da in, oh, da waren so Pop-Songs, waren auch so 90er-Songs, so Madonna und so, was halt irgendwie so viele Frauen oder Mädels immer hören wollen. Irgendwie so Okay. 90er-Songs, irgendwas, also was jetzt nicht so schwer war, was man so kennt, was man so mitsingen kann oder Dusche oder so, habe ich gespielt. Okay. Mir ging es wirklich da, immer da nur um den Vibe so. Und ich würde, aber habe ich auch einfach angefangen zu lernen, okay, was feiern die Leute so, und was feiert man halt nicht so. Oder man hat auch gemerkt, welche Songs mittlerweile out sind und welche noch gehen und so. Und das war schon ganz cool. Da war ich noch 18. Da war ich noch 18. Okay, ist alles im selben Jahr noch passiert quasi, okay. Ja. Das war quasi direkt nachdem ich da in diesem All-Inclusive-Resort gearbeitet habe. Ja. Und in diesem All-Inclusive-Resort habe ich dann Leute kennengelernt. Die fanden mich dann so cool von meinen Mixing-Skills angeblich, Okay. dass ich dann auch da einen Geburtstag gemacht habe. Da habe ich das erste Mal Geld bekommen. Das waren damals 50 Euro. Ja, ist doch stark. Ja, Also, das war ganz cool. ja. Okay, und dann bist du, dann hast du erstmal, du hast ja auch gesagt, dass du Abibälle gemacht hast. Das heißt, du hast erstmal so ein, so ja, ich denke mal, die meisten fangen so an oder machen dann entweder machen vielleicht auch Shisha-Bars, ne, dann am Anfang. Irgendwie so fängt man ja meistens an. Ich denke nicht, dass, also die wenigsten werden direkt den ersten Gig im Club haben, es sei denn, die kennen Leute, Ja. aber Ja. ja. Und war das dann so, dass du dann auch sozusagen alles mit dahin gebracht, dass du aufgebaut hast? Also bist du dann, du hast dir dann sozusagen auch eine PA geholt und okay. Ja. Also genauso wie du sagst, also ich habe tatsächlich, weil ich ja dann auch vor kurzem das Abi gemacht hatte, war ich irgendwie noch ein bisschen, also ich kannte ja noch die ganzen Lehrer und die Schüler unter mir so ein bisschen und dann habe ich halt gesagt, dass ich halt dann bei den Abiball DJ machen kann und ich habe dann quasi ein Jahr nach ich Abiball hatte, habe ich dann quasi den Abiball da gemacht so, Ja. habe da auch alles mitgebracht, also ganze Anlage und sowas. Wild. Und das war dann das erste Mal so auf dem Abiball und aber da war ich dann auch schon ein Jahr, ich sag mal im Game, sage ich mal. Also ich hatte im Oktober war dieser Geburtstag für 50 Euro und dann ein Jahr später im Mai oder Juni oder so war dieser Abiball und dann hat man sich da schon durch YouTube schon ein bisschen verbessert. Ja. Und dann habe ich da mit Abibällen weitergemacht. Oder dazwischen noch ein paar Geburtstage, aber die sind nicht so relevant. Habe ich mit Abibällen weitergemacht und dann ging es immer in den ersten Club. Ja, wie ist, also wie ist, aber doch eine andere Frage zwischendurch eben, hast du auch noch, also hast du dann auch noch irgendwie eine Ausbildung gemacht oder nicht? Was bezüglich jetzt Teaching angeht, oder? Nee, jetzt einfach so, weil du hast jetzt, du warst ja, dann warst du im Urlaub da irgendwie Ach und dann so. hast du Geburtstag und dann, also du hast ja nicht davon gelebt oder hast du davon gelebt? Ah, nein, 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 um Gottes Okay, Willen. Also ja. ich mache das nur nebenberuflich und mehr als Hobby. Ich bin, Ja. also jetzt persönlich, ich habe da Bachelor gemacht, Politik, Ja. und bin jetzt im Master Politikwissenschaften. Stark. Und habe das immer nur nebenbei gemacht und es war auch nie mein Plan, das irgendwie hauptberuflich zu machen, weil ich Okay. das immer so aus Liebe gemacht habe dazu, weil Ja. ich schon immer gerne Musik gehört habe und mir es dann immer angefangen hat, Spaß zu machen, die Leute zu begeistern. Und vor allem, was auch ganz wichtig ist mit der Zeit, ich finde es so essentiell, wenn man entscheiden kann bei einer Party, ob es jetzt ein Geburtstag ist, ob es jetzt Hochzeit ist oder im Club, dass du die Mucke spielen kannst, auf die du auch selber Bock hast. Weil Ja. das ist ja gegeben. Und wenn dir jemand anderes spielt, dann hast du vielleicht nicht immer Lust auf diese Musik gerade. Und das ist schon echt manchmal so ein Vorteil. Ja, auf jeden Fall auch eine super wilde Kombi, Politik studieren und DJ sein, so, oder? Also ich habe ich jetzt, glaube ich, noch nie so irgendwie gehört, die Kombi, aber es ist auch ein heftiger Kontrast, oder? Ja, also ich sag mal, wenn man ja vielleicht was sehr Formales gegen was sehr Unformales Ja. oder so, also wenn man tags und abends vergleicht. Aber ja, das ist ein cooles Hobby und Ja. ich freue mich, dass ich das machen kann und dass ich
da ein paar Clubs habe, wo ich ein bisschen spielen kann und nebenbei studiere ich, weil genau, also Hobby ist es wirklich nur mein Hobby und ich will auch nur mal später einen ganz normalen Beruf noch haben, aber Ja. so mal nebenbei das zu machen, das ist schon cool, ja. Okay. Das interessiert mich jetzt mit der Politik. Also was machst du dann später? Weißt du schon, was du dann danach machen willst? Also gehst du selber auch wirklich in die Politik dann oder wofür? Oder ist das eher so wissenschaftlich oder was? Also genau, also man kann, also Politikwissenschaften ist ja nicht dafür da, um Politiker zu werden, sondern Ja. das, wenn du studierst, ist es eher, um die Leute zu beraten, die in der Regierung oder in der Opposition einfach viel falsch machen so. Okay. Und die ganzen, also das vielleicht noch ganz kurz auch einfach, dass wir das alle auch mal wissen, wenn Politiker was gut machen, das behaupte ich jetzt einfach mal kurz, dann sind es nicht die Politiker selber, sondern die Mitarbeiter dahinter und die haben meistens Politikwissenschaften oder Jura studiert und die sagen dann, was die Politiker machen müssen. Ist das dann quasi wie Das eine so. Band? Also also was heißt wie eine Band? Aber du hast einen Frontman sozusagen und im Hintergrund läuft halt viel ab so. Also oder wie zum Beispiel Genau. Ghost Producing? Ja, doch. Ja, doch so. Das kommt schon so in die Richtung auf jeden Fall. Also genau, du hast halt die Person, die steht im Vordergrund und die muss halt ein gutes Team dahinter haben, um halt eben gut zu performen, sage ich mal. Also jetzt auch kann auch wieder bei einer Band vielleicht ein Frontsänger oder irgendein Rapper und das ganze Management-Team, wenn das dahinter eben schlecht ist, dann ist der Rapper ja auch nicht gut Ja. am Performen und das Team dahinter ist einfach auch da einfach sehr, sehr wichtig. Und da Und wärst du dann theoretisch, es oder genau, wirst du später mal theoretisch. jemand einsetzen? Okay. Genau, theoretisch. Und das ist dann so, das heißt dann einfach, dann bist du Referent für. Also du studierst es ja und dann zum Beispiel gibt es eine Möglichkeit, wenn dich jetzt irgendwie ein bestimmter Bereich von Politik interessiert, zum Beispiel Energiepolitik, Klimapolitik, dann spezialisierst du dich da und dann bist du quasi der erste Ansprechpartner für die Umweltministerin oder so mal später, wenn es auch deine Partei dann wäre. Okay. Das sind die Leute, die dann halt alles für die Politiker machen, ja. Wild, auf jeden Fall. Also eigentlich seid ihr Ja. doch dann ja auch mit so die, also was heißt ihr, aber, also ihr bestimmt dann ja, also ihr gebt ja auch irgendwo eine Richtung vor dann, oder? Oder kommt das schon von dem Frontman und ihr, also er gibt ein Thema vor und ihr, wie läuft das dann ab? Weil, also, oder kann man darüber nicht sprechen? Doch, klar. Also, ich kann jetzt nur nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich persönlich mehr, also ich habe mehr so eben, ich sag mal, was für die Gesellschaft im Negativen, was für die Gesellschaft, also es gibt den Bereich des Lobbyismus und das wird von der Gesellschaft eher mehr negativ anerkannt. Das sind die Leute, die dann eben die Politiker versuchen zu manipulieren, sage ich mal, Okay. jetzt im negativsten Sinne. Ja. Ich habe jetzt eher in dem Bereich gearbeitet. Ja. Also es gibt zwei Seiten, eben dann halt für den Politiker arbeiten oder ich sag mal, nicht gegen den Politiker arbeiten, aber ich sag mal so, den versuchen so umzustimmen, dass die Interessen eines Unternehmens in der Yep. Politik verwirklicht werden. Okay, das ist Beispiel aber kein Geheimnis, Abgasskandal. ja. Ja. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Da Ja. gibt es ja viele Fälle. Ja. Das wissen Ja. viele von der Follower sicherlich. Und da gibt es viele Skandale und da hat man hier und da getrickst und so. Ist vielleicht manchmal moralisch nicht das Du bist Beste, einer aus aber diesen es gibt auch. Netflix-Filmen, ne? Das will ich jetzt nicht so ganz, ganz, ganz Nein. behaupten. Alles gut. War Spaß. Okay, wild auf Ja. jeden Fall. Krass. Ja. Aber es ist ja bestimmt Ja. ultra spannend. Du hast ja Insights, die Ja, da kommen ja, sowieso. also da kommen Ja. so normal los wie ich jetzt nicht dran, ne? Nee, also also das ist auch, aber das ist auch eine gute Überleitung, weil in diese speziellen Nischenberufe, jetzt beispielsweise Lobbyismus, da kommt man auch nur mit Kontakten rein. Okay. Und man muss da auch ein gutes, also da geht es auch viel um darum, dass man jemand vertrauen kann, Ja, glaube dass ich man auch. einfach, also das einfach, das ist, ich würde es einfach wirklich mit DJ-Kontakten so vergleichen, wenn man in einem Club spielen will oder so. Das ist wirklich eins zu eins so. Man muss da auch ein Netzwerk haben. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, die Leute müssten dir auch übertrieben vertrauen dann, ne? Weil du kriegst ja Ja, Sachen so. mit, die sollten auch dann wahrscheinlich eher in den Kreisen teilweise bleiben, einfach, ne? Genau. Ja. Und und wenn da was rauskommt, dann kennen wir ja auch Geschichten von Ja. Whistleblowern oder ähnliches. Und genau das ist dann das, wenn jemand seine Klappe nicht gehalten hat, ja. Okay, das ist auf jeden Fall spannend. Das ist echt spannend, sehr Ja. wild. Okay, ich wollte nicht zu tief rein, aber ich habe halt noch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal mit jemandem gesprochen habe, der Politikwissenschaften studiert hat. Ich glaube nicht. Deswegen wollte ich da kurz reingehen. Ja, wir waren stehen geblieben beim DJing.
Wir haben die Ja. Abibälle gemacht, wir haben die, also Geburtstag gemacht, Abibälle gemacht und wir waren kurz davor, in die Überleitung zum Club zu machen. Und da ist natürlich immer spannend, vor allen Dingen auch für alle, die zuschauen, für alle Newcomer, wie kommt ein DJ in den Club? Und in dem Fall, wie bist du in den Club gekommen? Ist das spektakulär? Hast du das über Lobbyismus Boah. gemacht? Ja, schön. Es gibt, man muss aber dazu sagen, es gibt auch, also kann man ja alles öffentlich einsehen mittlerweile seit 2021. Es gibt ja auch, ich sag mal, Lobbyisten für diese Musikbranche. Das war ja in Corona, waren ja viele so gesellschaftliche, da hatten ja auch viele so, da gab es ja auch so ein Slogan oder Banner irgendwie. Was rot, rot für die Musikbranche oder so, irgendwie, da gab es was Bestimmtes. Es gibt ja auch kleine Verbände oder Gruppen, die sich auch dafür einsetzen, jetzt Beispiel in Corona, wegen Für diesen Künstler und so, Corona-Regeln und so, und für Künstler. ja. Aber man muss da einfach auch sagen, dass die haben einfach nicht die Kohle dafür, weil eben, wenn man sich dann die großen Großkonzerne anguckt, jetzt Amazon und viele weitere, die haben einfach, die pumpen einfach im Verhältnis so viel, viel, viel mehr Geld rein, können viel besser die Politik so. Lufthansa. Lufthansa war auch ein gutes Beispiel. Die haben auch viel vermittelt, da ist die Musikbranche einfach ein Klacks dagegen. Normal. Aber, ja. Aber ich bin tatsächlich nicht da jetzt mit Deswegen war Lobbyismus ich im auch am Club zu Arsch Hause gekommen. wegen denen. Egal, weiter geht's. Ja, deswegen, also es sind so Sachen zum Beispiel. Aber wie bin ich jetzt in den Club reingekommen? Ich bin tatsächlich, da wo du ja jetzt auch spielst, ich habe das letzte Mal im Wohnzimmer aufgelegt. Aber ich den Shannon kannte. Ja. Und der hat mich damals zusammen auflegen lassen. Das war in Corona. Das war diese Zeit, wo man so aufmachen durfte, aber nicht tanzen durfte, wo du Ja. deinen Platz hattest. Und da war das alles so abgesperrt Ja. mit diesen Tischen und so. Und das war irgendwie so komisch. Er hat so für sich getanzt und dann hast du voll diese Dancehall-Mucke geballert und alle tanzen so auf ihrem Platz und so. Das war eine ganz lustige Erfahrung, aber hat mich auf jeden Fall da weitergebracht und einfach dann da auch einfach gemerkt, so, okay, was kommt an, was kommt nicht an. Aber nachher, habe ich da, würde ich schon sagen, schon vom Skill her, was ich konnte, ein bisschen zu früh aufgelegt. Also er hat mir schon, also ich glaube, er hatte mir damals mehr zugetraut, als ich damals auch konnte, so. Ja, Ich hat war er einfach das? da Ja. vom, ich war da vom Skill, also jetzt würde ich es im Nachhinein, jetzt so 3 Jahre später sagen, also vom Skill war ich damals nicht gut genug für so einen ganzen Clubabend oder von der Musikauswahl und so. Dafür habe ich ein bisschen gebraucht, aber ich glaube, jetzt geht's ganz gut. Okay. Du hast ja, also, du bist dann über Kontakte reingekommen. Ja, habe ich richtig verstanden. Über Ja, genau, Shannon halt, ja. ne? Ja, okay. Ja, gut, das ist Genau, natürlich die beste Variante, als wenn du dich erstmal marketingtechnisch aufbaust und so weiter und so fort. Ne? ja. Das, ja, und wie bist du dann vom Wohnzimmer aus, bist du dann sozusagen gesehen oder im Wohnzimmer gesehen worden und dann wurdest du auch woanders gebucht. Du bist, glaube ich, in Mainz auch irgendwie unterwegs oder so, ne? Ja, Habe ich gesehen. genau, also. Genau, also ich hatte tatsächlich, was damals auch ein bisschen unterschätzt habe, dass man sich da so einen krassen DJ-Account machen muss. Also das Ja, aber du bist doch in der Branche, wo man sich selbst darstellen muss. Die Politiker machen das drauf. ja, aber ja, eben. Aber ich habe Ja. das damals irgendwie, ich habe da zwar, habe da so manchmal so ein bisschen aufgelegt, so, aber ich hatte jetzt keinen krassen DJ-Account. Da hatte ich jetzt nicht so wirklich Beiträge oder irgendwie was jetzt auch wirklich auf mein DJ-Dasein irgendwie da so schließt oder so. Das habe ich erst ein bisschen später gecheckt, dass man das dann wirklich so, wie viel Zeit man da investieren muss. Und es gibt ja auch viele Memes und viele Gespräche und so, wie viel Zeit man wirklich beim DJing in seine Social Media investiert, anstatt ins eigentliche Auflegen so. Ja. Das habe ich dann auch erst ein bisschen mit der Zeit verstanden, aber habe ich es dann gemacht. Ja, und dann hat man dann irgendwie auch dann immer Leute kennengelernt, weil man war mal ein bisschen unterwegs und dann hat man dann einfach die Leute kennengelernt und dann hat man da mal woanders aufgelegt, ja. Ja. Und jetzt hast du Ja. mehrere Resident Clubs oder wie läuft das ab? Oder bist du in der ganzen Genau. Bundesrepublik unterwegs oder wie sieht das aus? Schön wäre es, also tatsächlich, ich glaube, man könnte, wenn man da sehr, sehr viel Zeit investiert, viele von deinen Followern, oder ich sehe ja auch, dass da viel, viel Zeit, wenn du dann Social Media investierst, dann kommt man auch mehr rum. Ich glaube einfach, wenn man diesen Business, umso mehr man Zeit investiert, umso weiter kommt man auch, aber es ist, glaube ich, überall so. Ja, ist überall so. Aber ich investiere so viel Zeit, die ich erstens habe, weil ich einfach auch für mich sage, okay, es bleibt für mich ein Hobby und ich bin nicht ganz drauf angewiesen, so. Ich mache natürlich auch Spaß, aber ich will trotzdem in guten Locations auflegen und nicht für jeden Preis, so. Deswegen bin ich auch so, ich sortiere auch immer so ein bisschen. Ich lege jetzt nicht irgendwie der Shisha-Bar oder Bar auf oder so, weil ich da jetzt Geld bekomme oder so, sondern wenn ich diesen Abend habe, dann möchte ich das nicht nur in das Geld, was ich bekomme, investieren, sondern in einen schönen Abend, dass ich auch was für mich mitnehmen kann, sagen kann, okay, es war ein geiler Abend, so. Und
Deswegen habe ich da jetzt so zwei, drei Locations, wo ich ganz gerne hingehe, wo es auch meine Musik ist. Das ist mir auch Ja. wichtig, dass ich da meine Mucke spielen kann, weil ich mache es halt eben aus dieser Liebe zu der Musik, die ich 60.000 Stunden auf Spotify gehört habe und nicht halt für das Geld so. Und da habe ich jetzt noch meine Locations, wo ich ganz gerne bin, ja. 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 Ja, ich finde das, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass du ganz klar weißt, was du willst. Also du weißt ganz genau, okay, das wird für dich eher ein Hobby bleiben und dementsprechend kannst du ja auch ein bisschen gechillter sozusagen rangehen und musst dann auf Social Media auch nicht ganz so viel Gas geben, ne? Kann ich schon verstehen. Du hast die ganze Zeit gesprochen, davon gesprochen, dass du deinen Sound spielst. Was ist dein Sound? Also du hast früher so Sachen gespielt, die jeder kannte, hast du gesagt, glaube ich, wenn ich das richtig aufgenommen habe. Und was ist jetzt gerade dein Sound? Also du spielst ja wahrscheinlich im Wohnzimmer jetzt nicht 90er oder 80er überwiegend oder so. Mein Sound ist meistens eher so, also was heißt meistens, also ich spiele ganz gerne auf jeden Fall Oldschool Hip-Hop, das ist so mein Lieblingsgenre so, Ja. also so DMX oder Fatboy Slim oder so diese Richtung, also die mag ich ganz gerne so, oder also R&B auch die Richtung, auch gerne so bisschen so 2000er, aber jetzt nicht diese überhörten 2000er. Ja. Also Sean Paul und so, also auch was man so ein bisschen kennt. Klar, es gibt auch immer ein paar Songs, die man immer spielen muss, auch im Wohnzimmer, das weißt du ja, irgendwie so Single Ladies oder so oder Crazy in Love. Das hat man jetzt vielleicht als DJ schon ein bisschen zu oft gehört, aber die Crowd feiert's und dann macht man das immer noch. Aber so die Richtung Hip-Hop, R&B, das ist so meine Richtung, wo ich auch immer Spaß habe. Vor allem, wenn man auch in der Bar auflegen kann, dann kann man auch ein bisschen mehr Energie rausnehmen und da gibt es auch viele, viele geile Songs von früher, die jetzt nicht nur auf die Fresse sind so, Ja. die man auch an der Bar spielen kann und die spiele ich auch sehr gerne, die auch sehr underrated sind, wie ich finde. Ja, und dann hast du auch irgendwie Dancehall gesagt oder so. Spielst du auch? Also spielst du im Hip-Hop-Bereich sozusagen Genau. alles Mögliche, also auch Mumbaton, Afrobeats und so, oder? Ich habe früher immer gedacht, im Club muss man immer auf die Fresse hauen, um die Leute am Leben zu halten so. Ich habe mich davon dann ein bisschen dann abgewählt und spiele halt dann wirklich dann ausgewählte Songs, die man kennt, aber die auch eine gewisse Energie haben. Aber ich bin da so ein Typ, ich spiele nicht zu viele Remixe. Ich bin da schon sehr originalgetreu. Aber ich achte darauf, dass die jetzt nicht überhört sind. Also Ja. ich spiele eben, also es gibt ja viele, viele coole Remixe. Stavros Martina hat ja auch viele coole Remixe. Da gibt es auch zwei, drei Remixe, die man auch mal spielen kann. Aber sonst bin ich eher so, dass ich bei den Originalliedern bleibe, die man kennt, aber jetzt nicht überhört sind, ja. Ja, es gibt ja irgendwie, also ich finde, das kommt immer so auf die Location an. Ich habe manchmal so Locations, wo die Leute schon so diesen ganzen Turn-up und so haben wollen. So, wo die dann auch wirklich so, ja, Moshpits und so machen wollen. Also ich habe auch Locations, wo es so total vibig irgendwie ist, so, wo wirklich, wo mehr Afrobeats laufen, wo es gar nicht so auf die Ja, Fresse safe. ist, sondern wo einfach so ein cooler Vibe ist und alle sind happy und so. Und diese Moshpits sind ja mal so ein bisschen Gerangel und so, ne? Das ist halt. Ja, und dann Moshpit immer, fuck the club up, fuck the Ja, das club ist halt klar, dass in manchen Locations ist das doch so. Ich habe aber auch das Ja. Gefühl, dass es teilweise schon so ein bisschen überholt ist irgendwie. Also, dass wir eigentlich schon ein bisschen raus sind wieder. Und gerade diese ganze Amapiano-Wave und so, das ist ja nochmal was ganz anderes, ne? Und einfach, also, was ich aktuell auch übertrieben feier, wo ich aber noch keine Gigs für habe, ist Afro-House halt. Finde ich richtig geil. So And Me und solche Sachen. Ich mache da gerade auch selber so ein paar. Produziere auch in die Richtung so ein bisschen und ja, das wird also in den nächsten Jahren bei mir auf jeden Fall auch Thema irgendwie werden und dann will ich auch mich so ein bisschen weiterentwickeln. Ja, das ist so ein Ding. Du hast vorhin schon leicht, um mal ein bisschen Würze jetzt reinzubringen hier, leicht gegen die Skill-Fanatiker nicht geschossen, aber leicht angedeutet, dass dir das ja nicht so wichtig ist. Willst du dazu mal eben kurz erklären, was du damit meinst? So? Also gerne auch politisch korrekt. Also. Ja, also ich meine, das muss ich am Ende können, das so auszudrücken, dass das politisch korrekt ist. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr gehatet werde dann am Ende. Aber ich meine, es geht ja auch beim DJing immer darum, dass man einfach auf dem Instagram zeigt, okay, was hat man so für Skills? Weil das sind kurze Videos, da zeigt man eher seine Skills. Und ich glaube, dass man im Club eher zeigt, okay, was wie ich für eine Mucke aus, auf welcher BPM spiele ich, wann gehe ich hoch, wann gehe ich runter, welchen Song wähle ich aus,
man muss ja auch ein bisschen auch mal drauf achten, dass ich jetzt nicht drei Songs voller Energie reinhaue und dann drei Songs mit keiner Energie, dann ist die Crowd wieder weg. Man muss ja irgendwie so einen gewissen Flow haben, der mal hoch und wieder runter geht, so. Und ich denke, dass das einfach übel wichtig ist, über den Abend, dass man das eher in Erinnerung hat, als diese Skills jetzt durch Scratchen. Weil ich denke auch, dass viele Leute nicht verstehen, was auf diesem Pult passiert. Und eher halt darauf achten, okay, welcher Song kommt als nächstes, also welcher Song kommt gerade, zu welchem Song kann ich mitsingen. Deswegen mache ich persönlich jetzt nicht die allerkrassesten Übergänge. Also ich bin auch ehrlich, da mache ich einfach viel Echo-Out-Übergänge so. Und das funktioniert meistens oder irgendwelche, oder wenn das mal mit den Cue-Buttons mal springt oder so. Das ist so mein Fokus, aber dieses krasse Scratchen und so, das find ich auch schon cool und ich glaube, es ist auch eine coole Promo, die man auf Instagram auch zeigen kann, aber ich glaube, das zieht im Club nicht so sehr die Leute, wie der Song, wie die Songauswahl. Aber das ist jetzt persönlich meine Meinung. Ich glaube, dass man mit vielen, vielen coolen Scratch-Skills auch die Leute überzeugen kann. Wenn's auch die Party irgendwie hergibt, wenn es eine Hip-Hop, Oldschool Scratch-Party ist oder so, ich glaube, dann legen die Leute auch drauf Wert, aber wenn man jetzt normal in den Club geht, in den Standard allgemeinen Club. Ich glaube, dass die Leute da eher wegen dem guten Abend, wegen guter Musik hingehen, als wegen den DJ-Skills so. Ja, also ich sehe es genauso wie du. Also ich glaube, es gibt Partys, wo das so gewöhnt oder wo die Leute hinkommen, die das feiern, so, die auch wirklich sagen, so, ey, keine Ahnung, gerade wahrscheinlich diese, wahrscheinlich auch so Oldschool-Partys, wo dann auch Leute, also die, wo Leute einfach hinkommen, die schon seit vielen Jahren oder mal wieder nach langer Zeit in den Club gehen und die das von früher, wo es auf jeden Fall wahrscheinlich gerade auf Hip-Hop-Partys wichtiger Ja. war, das auch kennen und das dann auch so haben wollen. Aber grundsätzlich bin ich da bei dir, dass vor allen Dingen, wenn man es nicht dosiert macht, sondern übertreibt und vor allen Dingen, wenn man es übertreibt und es auch nicht so gut kann, dann ist halt total gefährlich, finde ich. Aber das muss Ja. natürlich jeder für sich selber wissen. Also ich, für Ja. mich, ich bin jetzt auch nicht der krasseste Scratcher, aber ich scratch schon ab und zu, aber dann eher so, dass man das vielleicht versteht und es sich stört. So vielleicht so eher so kurze Cuts eher so. Und bei den Übergängen bin ich auch bei dir dabei. Die sollten auf jeden Fall meiner Meinung nach auch nicht zu abstrakt sein. Also ich versuche, also wenn ich irgendwie da kreativer bin oder werde, dann finde ich, muss das so sein, also ich gehe dann von der Crowd aus, die erstmal in Anführungszeichen sich damit natürlich nicht beschäftigt, mit solchen Übergängen eigentlich. Und da muss das recht einfach sein, auch vom Wordplay her. Also, dass ich wirklich etwas loope, was so deutlich zu hören ist und dann der nächste Song, der dann thematisch passt, dass das ich will nicht sagen, dumm, also nicht dumm, aber halt, du weißt, was ich meine, halt jemand, der sich damit einfach nicht beschäftigt, der nicht im Thema ist, dass er das auch erkennt. Und dann auch sagen kann, ah krass, okay, ich hab's verstanden. Also das muss schon so einfach sein. Wenn es zu abstrakt ist, dann merkt man, glaube ich, auch dann von der Reaktion her, dass die Leute das gar nicht so checken und dann ist es so zu weit Es weg. gibt einen coolen Übergang von Young Horn und Pony und von Genuine und Pony, wo der Young Horn Pony sagt oder Pony sagt und dann kannst du dann den Übergang machen, den spiele ich ganz gerne, weil das nochmal ein bisschen so zum Runterkommen. Beide Songs kennt man eigentlich so. Und manchmal, es kommt dann wirklich auch drauf an, auf die Crowd an. Manchmal feiern die diesen Übergang übel krass, so wenn ich das dann mit diesem Wort dann quasi loope, so wie du gerade gesagt hast, aber manchmal juckt es die auch einfach gar nicht so. Manchmal musst du Nö. einfach ein bisschen Glück haben mit der Crowd so. Aber ich weiß, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, dass wir uns als DJs oft zu viel Gedanken machen über diese Übergänge, und dann uns ausmalen, okay, ich muss jetzt bei Minute 1:34 da einen Four-Beat Loop setzen oder so. Ich glaube, also ich habe auch oft, was auch oft zieht, so, dass so einfach in einem bestimmten Bereich Loops, wo irgendein Wort gesagt wird und dann kannst du das quasi so hypen, wenn du es dann wieder halbierst und so. Und dann halt den Übergang aus dem nächsten Song machst, das ist meistens auch sehr gut. Ich glaube, dass wir uns oft zu viel Gedanken machen über diese Übergänge. Ja, sehe ich ein bisschen anders, weil im Endeffekt ist das ja die Kunst, ist das ja auch Kunst. So, das ist ja auch, das ist ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas mache, dann mache ich das, weil ich da mega viel Spaß dran habe und nicht, weil ich jetzt irgendwie, also weil ich mich als Dienstleister sehe und so etwas machen muss, sondern ich mache das, weil ich feiere sowas einfach. Ich finde, also ich habe da Spaß dran. Und ich sehe das als Kreativität und als Kunst, irgendwie sowas zu machen. Und wenn ich das jetzt, also aus reiner Dienst, wenn ich mich jetzt als Dienstleister sehe, dann kann ich die ganze Zeit einfach nur die Top-Hits spielen und
einfach nur das spielen, was jeder kennt. Und dann habe ich einen geilen Abend, so, ne? Also dann hat die Crowd einen geilen Abend. Ich, für mich ist das nicht der Anspruch irgendwo ans DJ-Ding, sondern ich will halt auch den Leuten Songs nahebringen, die nicht kennen. Auch wenn es mal schief geht, aber das gehört für mich voll dazu. Und ich will auch Übergänge bringen, die nicht kennen. Und ich will dann von mir aus, manchmal sehe ich dann auch einfach erstaunte Gesichter, aber ich für mich weiß, okay, ich fand's geil so. Aber grundsätzlich, also wenn ich das als reine Dienstleistung sehe, bin ich bei dir. Es ist nicht nötig. Man muss es nicht tun. Ne? Man muss, es ist nicht dafür, also wenn du das machst, dann. Ja, dann bist du für den nicht, also für die breite Masse, meiner Meinung nach, es sei denn, du bist auf der Szeneparty, wo so etwas häufiger passiert, bist du für die breite Masse jetzt nicht irgendwie krasser. Also oder Weil die es nicht ja, so, genau, du bist weil die es halt nicht so checken. genau. Also man hat schon auf jeden Fall auch, was ich auch gerade angesprochen habe, hat schon seine Übergänge und so, die man auch trainiert, die man auch immer spielt, weil man darauf hofft, dass, also es gibt ja auch diesen einen bekannten Übergang von Soulja Boy, wo dann You sagt und davor ist, glaube ich, Mariah Carey oder so. Aber die macht ja mittlerweile jeder. Ich meine, es ist ein guter Übergang, aber die macht ja mittlerweile jeder so. Und man sucht sich ja dann schon auch so bestimmte Übergänge, die einen auch so selber dann eben darstellen oder wo du dann auch assoziierst, okay, dieser Übergang ist jetzt von dem oder dem DJ, das habe ich schon. So, und man hofft dann auch, dass man den Recorder überzeugen kann. Aber genau, also ja, wie du richtig sagst, als Dienstleister ist es, da bin ich auch egal. Aber um halt einfach auch sein, dass man, um zu zeigen, dass man was Einzigartiges ist, dann hat man auch seine bestimmten Skills, die man da schon dann zeigen muss, dass man sich unterscheidbar machen kann von den anderen DJs auch und so, Ja, ja. voll. Also ich habe auch immer so, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich es für mich selber übe oder wenn ich Livestream auf Twitch, wenn ich DJ-Streams mache, dann nerv ich auch manchmal die Community, weil ich dann irgendwie, dann habe ich irgendwas gehört und dann fällt mir auf, shit, der sagt das passt dazu und dann versuche ich das irgendwie so Ja, zu Mann. machen direkt. Und so sammle Ja, ich halt Mann. irgendwie so diese ganzen Transitions und keine Ahnung, irgendwann nutze ich die und teilweise packe ich die bei TikTok irgendwie, lade ich die da hoch oder so, ne? Sowas Ja. macht mir schon Spaß und also dann gehe ich auch erst irgendwie so richtig auf. Also dann fühle ich mich auch erst so wirklich als Künstler, so, Ja, ne? Weißt du? ja, ja. Als wenn ich. Also ist auch das geilste Gefühl, wenn du einen Übergang irgendwie dir ausgesucht hast vom Club oder ein paar Tage vorher und du den dann spielst und die Leute, die noch nie gehört haben, dann gibt es immer dieses Oh und das ganze Chor sagt Oh und das ist schon ein cooles Gefühl auf jeden Fall. Das hast du Ja. aber auch nur dann, wenn du halt diesen einen coolen Übergang hast, den du dir selber dann irgendwie gezeigt hast oder beigebracht hast. Ja, voll. Ja, voll. Ja. Mit welcher Software liegst du auf mit Serato auch? Ja, mit Serato, genau. Okay, ja. Ich frage manchmal, weil Traktor bzw. Recordbox, viele spielen auch mit USB-Sticks mittlerweile, auch im Hip-Hop-Bereich. Und ich lege mit Laptop auf. Ich komme auf diesen USB-Sticks irgendwie nicht so, weiß ja nicht, fühle ich irgendwie nicht so. Aber das ist jetzt gerade, also viele machen das und deswegen frage ich da mal nochmal nach. Ja. Nee, ich meine, USB hat ja auch viele Vorteile, aber das ist mir, also ich bin einfach, ich kann besser am PC einfach die Musik raussuchen, als ich das jetzt auf diesem CDJ-Display könnte. Ich glaube, dass ich am PC einfach schneller bin, schneller da interagieren kann, wenn es mal hektisch wird, auch von der Zeit, Ja. bin ich am PC auch einfach besser als mit dem USB-Stick, glaube ich, ja. Ja. Was sind so deine Ziele für die Zukunft? Also hast du da irgendwie, ich meine, du hast gesagt, du machst es hobbymäßig, aber trotzdem hast du bestimmt irgendwelche Vorstellungen, wo du nochmal hin willst oder was du irgendwie erreichen willst. Ja. Also auf jeden Fall, Ziele sind so einfach in neuen Locations mal auflegen, einfach da ein bisschen connecten, herauszufinden, auch welche Musik da gut ankommt, auch neue Musik mal auszuprobieren, neue Übergänge mal zu testen und einfach immer oberstes ist sie einfach die Leute zu begeistern für einen Abend und einen einzigartigen Abend auch einfach darzustellen so. Das ist so mein Ziel. Und alles weitere, wie es so ergibt, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie so auf Krampf irgendwie jetzt so jedem schreibt, ey, wo kann ich jetzt bei dir auflegen, kann ich da auflegen, kann ich hier auflegen und so. Ich gucke einfach so, wie es dann kommt und wenn es jetzt irgendwie so anbietet und der Club cool ist, dann gucke ich auch gerne mal vorbei und so, das mache ich schon. Und ich denke, dass sich das dann irgendwie alles im Laufe der Zeit so ergibt, wenn man einfach ein paar Leute kennt, sich ein bisschen mit denen austauscht und eben was ja auch mal ein bisschen
oder was ja auch störend vielleicht rüberkommen kann, wenn man so needy rüberkommt, sage ich mal. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man da einfach, dass ich einfach da nicht so rüberkomme. Weil, vielleicht sprechen wir gleich nochmal drüber, aber vielleicht sage ich kurz, also es gibt ja immer dieses Problem, okay, wenn man jetzt woanders auflegt, dann hat dieser Resident-DJ irgendwie Angst oder so, dass er sein Gig verliert, weil der andere irgendwie besser ist oder so. Das ist ja auch dieses ganze Musikbranchending so. Das Letzte, was ich immer will, ist, dass jemand sein Resident oder so verliert oder so. Und deswegen sage ich immer, okay, geht's langsam an, es ergeben sich immer irgendwie neue Türen und irgendwie alle Türen gehen zu. Und mein Ziel ist es einfach da, meine Mucke zu spielen, die ich feiere, die Leute feiern. Ja, genau. Und dann vielleicht noch, das am Kumpel produziere ich auch ein bisschen, also jetzt nicht Nice. eine Mucke, aber so ein bisschen so Edits. Hab da jetzt auch einen Song, den wir gerade zusammen machen. Das einzige Problem, was ich dir ein bisschen unterschätzt habe vorhin, ist Mastering. Also es ist super schwer und da jemanden auch zu finden, der es auch vielleicht, also weil wir jetzt da nicht dieses krasse Budget haben und so, der es auch einfach dir macht und so. Ich glaube, das ist einfach da sehr, sehr schwer, den man gut zu finden. So. Deswegen ist der Song noch nicht ausgereift, weil das vom Mastering noch nicht passt. Aber das machen wir auch auf jeden Fall zusammen mit dem Kumpel so. Dann ergibt sich, glaube ich, auch so viel. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sich jetzt einen Zettel geschrieben hat, einen 10 Stichpunkte geschrieben hat, sondern ich gucke einfach, wie es passt. Und es war in den letzten 3, 4 Jahren auch so. Und ich bin sehr glücklich mit dem, was ich da machen kann. Ja, ist doch super. Also wichtig ist, Ja. dass es Spaß macht, ne? Darum geht's. Und vor allen Dingen, Ja. wenn du nicht darauf Safe. angewiesen bist, dann ja. Ja. Klar, also das, um das nochmal aufzugreifen mit dem, ich sag mal, Konkurrenz und Ellenbogen raus und so, das ist so. Ich glaube, das ist in anderen Branchen aber auch so. Also ich glaube, das ist nicht nur in der Musikbranche so. Das wird wahrscheinlich in der Politik nicht anders sein, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, doch, safe, safe. Es geht immer irgendwo, teilweise geht bei manchen geht es um Existenzen, bei manchen geht's um Macht, manchen geht's um, also das sind halt alles so Sachen, die bei uns Menschen irgendwo mit reinspielen halt, ne? Und das ist dann auch, Safe. ist auch in der Branche so. Ich versuche mich da auch immer frei von zu machen und ich glaube auch, wenn man einfach dranbleibt und immer irgendwie was macht, dass man, dass wenn sich irgendwo eine Tür schließt, dass woanders weitergeht, dann hat man vielleicht bald irgendwie ein, zwei Monate irgendwie ein bisschen was, eine ruhigere Phase. Aber gerade long-term gesehen wird das immer mal wieder passieren. Du kannst nicht immer on top sein und du kannst auch nicht immer präsent sein und du kannst auch nicht immer, das ist wie das Leben auch. Es ist immer irgendwie so ein bisschen wavy und das ist dann im DJ-Business, glaube ich, auch einfach genauso. Und Safe. wenn man jetzt mal einen kurzen Hype hat oder auch einen längeren, dann sollte man den einfach genießen und aber auch damit klarkommen, wenn man dann halt, wenn der Hype wieder so ein bisschen weg ist, ne? Das ist, aber dann kommt auch wieder ein neuer. Also ja, Und das ist häufig so. genau, da ist halt einfach da wichtig dran zu bleiben. Wenn eine Tür sich schließt, musst du schauen, wo die andere wieder aufgeht. Und ich glaube, dann hören dann viele auf, wenn man, also ich meine, es kann ja immer mal passieren, dass man irgendwo, ich sag mal, ja, rausfliegt oder, aber nicht im Sinne von, dass man jetzt vielleicht unbedingt schlechter ist oder so, sondern weil der Club nicht mehr rentabel ist oder weil Hey, vielleicht der Booker sich ja. ändert, der Besitzer ändert oder so. Meistens liegt es ja auch einem gar nicht an einem selber so. Und da ist es dann auch einfach da wichtig, da einfach dran zu bleiben und versuchen zu gucken, wo neue Optionen und Möglichkeiten entstehen. Genau, also im Endeffekt, du hast jahrelang mit einem Booker zusammengearbeitet und auf einmal ist der nicht mehr in dem Club aktiv, ne? Dann kommt ein neuer, der bringt neue Kontakte mit und du kennst den nicht und so. Das ist ganz normal. Das gehört auch dazu. Und da wünsche ich mir einfach für jeden, dass er dann die Ausdauer hat und dranbleibt und irgendwie da durchhält, ne? Auch während der Corona-Phase viele Wechsel, Clubs haben zugemacht, neue Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das ist einfach der Prozess, da muss man dranbleiben. Und wenn man, und da merkt man halt auch, wie groß ist die Leidenschaft halt für die Sache. Weil gerade in den schweren Zeiten hören halt natürlich auch viele auf, ne? Das ist dann halt auch meist so, ne? Ja, Genau. definitiv, definitiv. Ja, super spannend. Vor allen Dingen auch mit dem Edit. Ey, wenn irgendjemand da draußen Mix und Master, oder ich glaube, es ging nur um Mastern jetzt in dem Fall, kann, Leute, meldet Ja. euch. Wir packen natürlich die ganzen Links von Nobs auch rein in die Showbeschreibung auf YouTube, klar. Ich bin von meiner Seite aus jetzt erstmal durch. So, wir haben eigentlich, du wirkst so enttäuscht, oder?
Nee, Ne? alles gut, Weil wir haben nein. eigentlich, also wir Ich sind weiß nicht, eigentlich. aber was jetzt kommt. Ne, ach so, ne, wir sind da ein, wir sind ja, Okay. wir sind ja, wir haben ja alles, wir sind alles durchgegangen eigentlich, ne? Karriere, da haben noch ein bisschen in Ja. die Politik reingeguckt, was ich spannend fand und beleuchtet, was du in der Zukunft noch machen willst und wirst. Dann noch ein Ja. bisschen, so ein Ja. bisschen Meinung zu Technik und Skills und so. Da bin ich übrigens mal gespannt, ob da natürlich dann Antworten kommen von der Community. Boah, nee, wie kann der nur nicht scratchen wollen? Ja, ist Oh, immer. ich sehe es schon kommen, Ja, da hast du ja aber. ey. Na, du hast. Also, ich kann beide Seiten verstehen, ne? Ich Ja. kann beide Seiten verstehen. Ich für mich versuche auch so ein Mittelding irgendwie zu finden, ne? Also, ich Ja, glaube, dass ich vor definitiv. 6, 7 Jahren noch viel krasser, viel mehr gescratcht habe als jetzt gerade so, ne? Aber trotzdem finde ich es irgendwie geil, das zu können. Ich finde es irgendwie. Ja. Also zumindest eine gewisse Basic Skills zu haben, um einfach irgendwie noch flexibel in den Übergängen zu sein, ja. Ja, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für deine Zeit. Sehr gerne. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Ich fand's cool. Ja. Wir packen alle Links, wie gerade auch schon gesagt, in die Showbeschreibung. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg. Vielleicht sieht man sich irgendwann mal da nochmal in Wiesbaden. Ja, Leute, was soll ich noch sagen? Lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer. Abonniert den Channel. Macht mal die nächsten 100 voll. Ich glaube, es sind noch 6 Abos oder so bis zu den nächsten 100. Ich glaube, bis 1800 Subs auf dem All-In-Channel. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke dir nochmal. Alles klar. Vielen Dank, dass Viel ich da sein Erfolg konnte. dir und danke nochmal für deine Zeit und mach's gut. Ciao, ciao.